Und dann gab es noch was, womit wirklich gar keiner mehr gerechnet hat. Gute Nachrichten! Ja, in Polen fliegt wohl die PiS-Partei aus der Regierung. Die Opposition, angeführt von Donald Tusk, übernimmt. Nach allem, was wir heute wissen, großes Aufatmen in Europa. Großes Aufatmen, denn die rechte Welle macht zumindest mal ein Päuschen. Wie war das möglich? Eine sehr wache polnische Zivilgesellschaft hatte nach 8 Jahren unter der PiS-Partei schlicht die Schnauze voll. Dafür sprechen auch die gut 74% Wahlbeteiligung. Und mit Jarosław Kaczynski will halt keiner mehr regieren. Nicht mal mehr die Bauernpartei. Dabei hat er die so schön umworben. Es gibt keine, bitte entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, keine größere Dummheit, als zu sagen, dass die irgendwelche Kompetenzen haben. Das sind Banausen und Faulpelze. Kaczynskis Problem, als er heute in die PiS-Parteizentrale fährt, er braucht einen Koalitionspartner. Aber die Faulpelze von der Bauernpartei haben, nicht völlig überraschend, abgesagt. Siehste, die faulen Bauern sind sogar zu faul zum Regieren. Stell dir das mal vor. Ja, wunderbares Happy End also, nach einem sehr, sehr aggressiven PiS-Wahlkampf. Donald Tusk wird wahrscheinlich wieder Premierminister. Und dann ist Polen aber offen, Freunde. Beziehungsweise endlich wieder weltoffen. Andererseits ist die PiS natürlich immer noch stärkste Partei. Ich frage mich gerade, könnten die ihren Nachfolgern noch irgendwelche Steine in den Weg legen? Wer könnte sowas wissen? Gut, mit den Polen ist es ja so, wenn ein Pole, und da kann er gar nichts dafür, ein neues Auto sieht, es muss ihm nicht mal gefallen. Hauptsache, es ist neu. Das ZDF stellt fest, alles, was Richard David Precht vielleicht gerade sagen wollte, ist wahrscheinlich komplett falsch. In diesem Sinne, sorry und Grüße aus Mainz. Ja, von mir auch. Ich habe es in der Zwischenzeit mal selber gegoogelt. Tatsächlich kann der PiS-nahe Präsident Duda die Regierungsbildung in Warschau noch verzögern, wenn es blöd läuft. Aber gut, jetzt freuen wir uns erstmal über das Ergebnis und über die polnischen Frauen. Ja, es sind mehr Frauen, deutlich mehr Frauen als Männer zur Wahl gegangen. Und die wollten Kaczynski offensichtlich nicht mehr haben. Ne? Das ist übrigens auch kein Wunder, kann ich Ihnen sagen. Denn 2020 hat ein von der PiS politisch besetztes Gericht Abtreibungen in Polen fast unmöglich gemacht. Und seitdem gehen ihm sogar die Frauen auf dem Land von der Fahne. Also jetzt mal abgesehen von einigen sehr katholischen Einzelfällen. Früher hat man gesagt, man sollte eben einfach schlafen und nicht so oft diese Dinge tun. Sie wissen schon. Aber heutzutage herrscht so eine Zügellosigkeit, dass man alles Mögliche macht und jede Sekunde schwanger wird. Wer wird denn schwanger in einer Sekunde? Ich brauche schon 20 Minuten, um mir die Socken auszuziehen. So, damit endet also erstmal Kaczynskis Versuch, sein Land in eine Autokratie umzubauen. Viel hat nicht mehr gefehlt. Vielleicht hatten die Leute von ihm auch die Nase voll, weil sie gemerkt haben, wie heuchlerisch das ist, gegen Migranten zu hetzen und sie gleichzeitig heimlich zum Arbeiten reinzulassen. Da helfen dann auch keine antideutschen Piss-Spots mehr, wie dieser legendäre hier, guten Tag, ja, wo der deutsche Botschafter Kaczynski anruft und befiehlt, das Rentenalter in Polen wieder auf 67 hochzusetzen. Und er dann so voll heroisch, Berlin hat mir gar nichts zu sagen. Und dann legt er eiskalt auf. Guckt dann noch ganz cool, ohne Tschüss zu sagen. Super. Ja. Und die Anrufe, die er jetzt nach der Wahl kriegt, die sind ja sogar noch unverschämter. Vor allem die von seiner Frau. Hallo. Hallo, Schatz. Ich mache gerade ein Kreuzworträtsel. Ehemaliger Möchtegern-Autokrat von Polen, der bald ganz viel Tagesfreizeit hat. 9 Buchstaben endet auf Czinski. Hast du eine Idee? Ich weiß es, Kaczynski! War zu einfach. Ja, das Deutschen-Bashing hat diesmal nicht so gezogen bei dieser Wahl. Dabei haben die wirklich alles gegeben. Donald Tusk wurde quasi als deutscher Geheimagent verteufelt. In einer Tour, ja. Befehlsempfänger. Befehlsempfänger der Europäischen Union, was ja bekanntlich nur ein anderes Wort für Deutschland ist. So, aber was war das Geheimnis seiner Kampagne? Was war sein Erfolgsgeheimnis? Ich kann es Ihnen sagen, Liebe. Ja, das war ihr Symbol. Mit einem Herz gegen Hetze. Das können wir uns vielleicht mal merken im Umgang mit unseren eigenen Populisten. Mehr Liebe wagen. Verstehen Sie, Tusk hat sich eben nicht in Schlammschlachten von denen locken lassen und alle Provokationen ignoriert. Eigene, positive Akzente gesetzt. Was ich immer sage, ne? Gute Nachrichten tun einfach gut. Gerade in diesen Zeiten. Nur noch gute Nachrichten mit Friedemann Weise. Die gute
gute Nachricht zuerst. Es gibt noch gute Nachrichten. Man muss sie nur finden. Hier zum Beispiel. Richter erlaubt in die Ostsee pinkeln. Eine Riesenerleichterung. Nicht nur für uns, auch für die Fische. Die standen ja bisher ständig mit einer Flosse im Knast. Oder hier, der schwerste Kürbis Europas kommt aus Deutschland. Ein Student aus Bayern hat die Europameisterschaften im Kürbiswiegen gewonnen. Da freut er sich richtig. Kann ich sehr gut verstehen. Ich hatte als Student auch keine Freunde. Wer ebenfalls Grund zur Freude hat, ist Helmut aus Gelsenkirchen. Helmut war lange Zeit zu dick, konnte kaum noch laufen. Mit diesem Spezialrollbrett musste er fast 2 Jahre lang unterstützt werden. Eine Therapie und Ernährungsumstellung haben geholfen. Deswegen marschiert Helmut jetzt wieder selbstständig durch den Zoo, als wäre nie was gewesen. Das Beste an der Meldung natürlich, Helmuts Rollbrett ist jetzt frei. Wenn Sie auch zu dick sind und Kassenpatient, einfach mal in Gelsenkirchen vorbeischauen. Aber um die guten Nachrichten zu finden, muss man sich leider auch durch die schlechten quälen. Und hier ist die Frage, was mute ich mir zu, aber auch, was mute ich den Kindern zu? Mit meiner Tochter gucke ich ganz bewusst die Tagesschau. Allerdings schneide ich vorher die ganz schlimmen Nachrichten raus. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Auf Wiedersehen. Das spart übrigens auch viel Zeit. Die Kinder konsumieren Nachrichten ja sowieso fast nur noch in den sozialen Medien. Und da werden die Inhalte ja zum Glück alle kindgerecht dargestellt. Hier ist das erste deutsche Fernsehen auf Mastodon. Auf Mastodon? Schon wieder eine Droge, von der ich noch nie gehört habe. Ich finde, die Sender haben ja auch eine Verantwortung. Manchmal wundert's da schon, wen die so vor die Kamera lassen und in welchem Zustand. Ich kenne mich hier nicht aus und brauche Ihre Hilfe. Können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Das kann ich leider nicht. Ich wurde auch nur hier abgestellt und lese den Teleprompter vor. Zum Glück gibt es aber auch Menschen, die sich professionell mit dem Thema Nachrichtenkonsum befassen und konkrete Ratschläge geben. Christina Berndt empfiehlt auch, Nachrichten bewusst zu konsumieren. Zum Beispiel 2-mal am Tag und dann Pausen einzulegen. So wird's gemacht, nur 2-mal am Tag Nachrichten konsumieren. Ich empfehle morgens und abends jeweils vor dem Kotzen. Und wenn das alles nichts hilft, schauen Sie einfach alte Nachrichten aus einer Zeit, als die Welt noch in Ordnung war. Hier, Tagesschau vor 20 Jahren. Die israelische Armee hat heute mehrere gezielte Angriffe gegen militante Palästinenser im Gazastreifen geflogen. Oh nein, das funktioniert wohl nicht. Schnell, gab's nicht noch eine gute Nachricht? Ach doch, Nachwuchs bei den Teletubbies. Ja, ist das nicht schön? Die Sonne der Teletubbies ist schwanger. Gratuliere. Ich frag mich ja, wer der Vater ist. Ich hab's geahnt. In diesem Sinne, winke, winke. Nur noch gute Nachrichten mit Friedemann Weise. So, Aufnahme. Piep. Hallo, dies ist die automatische Endcard von Oliver Welke und der Heute-Show. Leider ist das Video schon vorbei. Ihr könnt den Kanal allerdings gerne abonnieren und ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank. So, müsste jetzt für immer reichen.